Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Verkehrt Verhört. Hier ist die Rhein-Neckar Verkehr GmbH. Hier ist der kurze Einblick in unser Unternehmen. Wir starten jetzt mit einer neuen Staffel und hoffen nochmal, dass ihr alle, dass Sie alle gut ins neue Jahr 2022 gekommen sind. Und ja, passt auch ganz gut zu dem Thema, das wir heute beginnen wollen, nämlich frischer Wind. Darum wird es in den nächsten Folgen gehen hier beim Verkehrt Verhört Podcast. Starten möchten wir mit einem ganz besonderen Projekt. Ich fange es mal so an. Wer zu Hause schon mal eine Wohnung umgebaut hat und hat gleichzeitig darin gewohnt, der weiß, das ist nicht ganz einfach. Das ist ein bisschen tricky. Und genau sowas passiert auch gerade jetzt hier in der RNV und zwar in unseren Werkstätten. Da geht es ganz schön rund momentan. Da wird nämlich umgebaut, während gleichzeitig der Betrieb stattfindet. Wo und warum umgebaut wird und was da genau passiert, damit die Werkstätten auch in Zukunft betriebsfähig bleiben, das erzählen wir euch heute in der ersten Folge unserer neuen Staffel zum Thema frischer Wind in der RNV. Und dazu begrüße ich heute die Annika Fessler. Schön, dass du da bist, Annika. Hallo Jens, vielen Dank für die Einladung. Ich muss mir deinen Titel hier nochmal schnell auf meinem iPad angucken. Du bist Projektkoordinatorin für den Bereich Fahrzeuge in der RNV. Genau. Das war richtig. Okay, sehr schön. Und mit dir wollen wir jetzt heute über die Hintergründe dieser Umbauarbeiten sprechen. Zunächst mal ist es ja so, jeder, der ein bisschen vielleicht einen Einblick schon mal hatte in so einen Betrieb oder speziell in unseren Betrieb, der weiß, Werkstätten ist schon das richtige Wort, denn wir haben nicht nur eine große Werkstatt, sondern mehrere unterschiedliche Arten teilweise auch, die alle auch unterschiedliche Aufgaben haben. Vielleicht kannst du uns mal zum Starten kurz einen Überblick geben, wo genau befinden sich denn welche Werkstätten und was wird da hauptsächlich gemacht? Ja, wir unterscheiden bei uns im Bereich Fahrzeuge zwischen der Schwerpunktwerkstatt und den Betriebswerkstätten. Die Schwerpunktwerkstatt ist am Standort Mannheim, bei uns hier in der Müllstraße auf dem Betriebshof. Und Betriebswerkstätten haben wir auch eine im Betriebshof Mannheim, eine in Ludwigshafen, eine in Kiffertal, in Eding und eine in Heidelberg. Und die sind auch alle für unterschiedliche Fahrzeugtypen zuständig und Fahrzeuge an sich zuständig. Also manche machen Bus, manche machen Straßenbahnen, dann wieder offiziell Eisenbahnen und so. Also das ist ziemlich wild durcheinander gewirbelt auch. Das ist richtig. Also wir haben nicht an jedem Standort einen Busbetriebshof. Beispielsweise in Kiffertal und in Eding haben wir keine Buswerkstatt. Dafür aber Eisenbahnen offiziell per Gesetz, an denen gearbeitet wird, wo es dann auch wieder andere Sachen zu tun gibt und andere Fristen einzuhalten gibt und so weiter. Aber grundsätzlich, da werden die Bahnen in Schuss gehalten, da wird auch mal was repariert. Da werden sowohl tägliche Wartungsarbeiten als auch größere intervallmäßige Arbeiten durchgeführt. Und jetzt eben wird an diesen Werkstätten gearbeitet. Also da, wo sowieso schon gearbeitet wird, wird jetzt auch noch am Arbeitsplatz gearbeitet. Warum wird an diesen Stellen jetzt umgebaut und wo überall machen wir das? Genau, also wir haben an den verschiedenen Standorten jetzt einige Baumaßnahmen zur Sanierung der Infrastruktur, der Werkstattinfrastruktur, beispielsweise unsere Werkstatt in Eding, das ist die älteste Werkstatt bei uns. In aus der dem Jahr? RNV. Das Lass kann ich auswendig? Jetzt nicht sagen, nein. Okay, ich recherchiere im Hintergrund, du sprichst derweil weiter. Genau, das ist unser ältester Werkstattstandort. Dort sind wir jetzt momentan dabei, die Bausubstanz zu sanieren. Wir haben dort beispielsweise Gruben im Einsatz gehabt, die eben nur 1,20 Meter tief waren. Bedeutet, unsere Mitarbeiter, die Kollegen, die konnten nur in gebückter Haltung ihre Arbeiten verrichten unterm Fahrzeug. Das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß und ist natürlich auch für den Gesundheitsschutz der Kollegen absolut nicht mehr State of Art. Von daher haben wir uns jetzt entschieden, die Grube oder eine ganz neue Grube zu bauen, vielmehr so rum. Und die wird dann 1,75 Meter tief sein. Das heißt, dass der Mitarbeiter aufrecht seine Arbeiten unterm Fahrzeug verrichten kann. Okay, das heißt, da geht es zum einen darum, dass die Arbeitsbedingungen sich über die vielen Jahre geändert haben, aber auch die technischen Umstände. Also Fahrzeuge funktionieren ja heute auch anders als früher und es gibt ja auch neuere Fahrzeuge zum Beispiel. Genau, also früher war es so, dass wir vermehrt Hochflurfahrzeuge im Einsatz hatten, also im Straßenbahnbereich. Mittlerweile ist man ja auf die Niederflurstraßenbahn umgestiegen. Dort ist es so, dass viele Komponenten ja auch auf dem Fahrzeugdach sind. Das heißt, auch am Standort Edingen werden wir den Dacharbeitsstand verlängern, um eben dort die Fahrzeuge, die jetzt etwas länger geworden sind und wesentlich mehr Komponenten auf dem Fahrzeugdach haben, auch besser bearbeiten zu können. Und natürlich ist es dann auch so, dass wir entsprechend die Beleuchtung anpassen auf die aktuellen Bedingungen, dass wir mehrere Anschlüsse noch verlegen, das heißt Strom, Elektro, Licht, Druckluft, genau die Anschlüsse von den einzelnen Gewerken. Gewerken. Die da so unterwegs sind. Genau, und die müssen ja auch mal erneuert werden, bevor da irgendwas brüchig wird oder reißt. Kennt ja auch jeder von zu Hause. Genau. Man muss ja auch irgendwann mal die Elektroleitungen frisch machen, Wasser, Abwasser,
was dann immer so ansteht. Heizung. Ich habe im Hintergrund gerade geguckt, Edingen 20er Jahre, Ende der 20er Jahre habe ich jetzt gerade in Erfahrung gebracht, wurde die Wagenhalle, glaube ich, ungefähr gebaut. Also schon ziemlich alt, fast 100 Jahre jetzt. Gibt es noch andere Standorte, an denen gerade erneuert wird? Ja, tatsächlich ist gerade ein Projekt in Planung, wo wir dieses Jahr auch mit den Umbaumaßnahmen anfangen wollen. Das ist in der Betriebswerkstatt Ludwigshafen. Wir bekommen ja ein Neufahrzeug, das hat man ja jetzt auch schon häufiger der Presse entnehmen können. Und das Neufahrzeug wird ein bisschen länger sein als unsere bisherige Bestandsflotte. Das heißt, wir müssen auch dort entsprechend den Dacharbeitsstand verlängern, damit wir auch die Durchsichten auf dem Dach, die Arbeiten, die Komponenten auszubauen und zu wechseln, zu reparieren, für die neue Fahrzeuge länger anpassen können. Dass eben diese Fahrzeuge weiterhin gewartet und repariert werden können. Wie macht man sowas jetzt? Also wenn tagtäglich ja immer noch Straßenbahnen oder generell Fahrzeuge in die Werkstätten reinkommen, die ja auch bearbeitet werden möchten. Gleichzeitig muss man aber auch vielleicht hier oder da was umbauen. Werden dann die Fahrzeuge einfach an anderen Standorten gewartet und bearbeitet oder passiert das dann trotzdem noch in den gewohnten Räumlichkeiten, nur eben unter anderen Umständen? Wie machen wir das? Das ist eine spannende Frage, genau. Also Gott sei Dank sind wir ja dezentral, also Gott sei Dank für diesen Bereich sind wir dezentral aufgestellt. Das bedeutet, habe ich ja vorhin erläutert, wir haben an vielen Standorten verschiedene Werkstätten und können das dadurch relativ gut kompensieren. Natürlich erweitern wir da teilweise auch die Arbeitszeit, damit es dann passt und können so die Arbeiten auf die anderen Standorte verlegen. Das heißt, man hilft sich da so gegenseitig ein bisschen aus. Was sind so die größten Herausforderungen dabei? Also mit was habt ihr täglich zu kämpfen oder vielleicht auch in der Planung schon zu kämpfen? Also ein ganz, ganz wichtiges Thema ist tatsächlich bei uns der Gesundheitsschutz der Kollegen, weil in dem Moment, wo umgebaut wird im Live-Betrieb und die Mitarbeiter nebenbei noch in der Werkstatt mit drin arbeiten, ist es ja so, dass ganz viele Gefahren auf den Mitarbeiter weiter einwirken. Es ist ganz wichtig, dass wir uns im Vorfeld gemeinsam mit den Kollegen, mit dem Betriebsrat und der Arbeitssicherheit mal anschauen, welche Gefährdungen können denn beispielsweise auf die Kollegen zukommen. Das wäre zum Beispiel Lärm, Baulärm. Es wird ja viel an Beton ausgebaut, an Schienen. Es wird viel Beton geschnitten. Es wird viel mit dem Bagger abtransportiert, wieder eingefüllt. Das heißt, Lärm ist ein ganz großes Thema. Staubbelastung natürlich auch in dem Moment, wo geschnitten wird oder verfüllt wird. Wir schauen, dass wir unsere Kollegen schützen, dadurch, dass wir Lärm- und Staubschutzwände aufbauen, dass wir gucken, welche Gefahren können weiter auf die Kollegen einwirken. Beispielsweise könnte ein Thema sein, dass die Kälte im Winter durch vermehrtes Öffnen der Tore, durch die Ein- und Ausfahrt der Baumaschinen eben länger offen stehen und dadurch die Werkhalle auskühlt. Wir schauen auch, dass wir die Pausenzeiten beispielsweise mit den Bauunternehmen abstimmen, dass die in den Zeiten, wo unsere Kollegen Pause machen, eben auch ihre Pause regeln, damit tatsächlich wenigstens die Kollegen in dem Moment, wo sie Pause haben, auch die Möglichkeit haben, in einem komplett lärmgeminderten Bereich sich aufzuhalten. Disposition, kann ich mir vorstellen, ist dabei auch eine Herausforderung. Also das Ganze so zu steuern, dass Fahrzeuge, die demnächst vielleicht bearbeitet werden müssen, dann schon im Vorrein an einen anderen Standort geplant werden und so weiter. Das ist bestimmt auch ein Aufwand, oder? Auf jeden Fall. Also wir schauen vor jeder Baumaßnahme in den Betriebswerkstätten. Die sind ja bei uns für die regelmäßigen Wartungen und Instandsetzungen zuständig, dass wir die kleineren Fristen untersuchen, im Vorfeld so planen, dass wir, was wir im Vorfeld abwickeln können, bereits passiert ist und die anderen Dinge dann planmäßig in den anderen Werkstätten durchgeführt werden. Teilweise ist es dann so, dass wir fürs Steuergeschehen, für gewisse Arbeiten, wenn uns dann während dem Umbau, jetzt zum Beispiel in Ludwigshafen, werden wir auch schauen, wenn die Dacharbeitsstände dort verlängert werden, werden wir auch auf Mannheim wahrscheinlich zurückgreifen müssen und dann müssen eben Störungen, die auf dem Dach sind, vielleicht auch dann in Mannheim über die Disposition auch kurzfristig disponiert werden, dass das Fahrzeug abends dann in Mannheim einrückt. Also ziemlich viel zu beachten und zu planen. Mich würde mal noch interessieren, wie entscheidet man denn, was da verbessert werden muss oder was da für die Zukunft auch vielleicht ertüchtigt werden könnte? Habt ihr da einfach euch die Räumlichkeiten angeguckt oder wie muss man sowas vorstellen? Also es ist tatsächlich so, dass das ein ganz, ganz großer Aufwand auch im Vorfeld ist, um das Projekt ordentlich zu planen. Erstmal besteht ja ein Bedarf, dass ich entdecke, dass ich einen Handlungsbedarf habe, dass ich eine Werkstatt umbauen muss. Beispiel hier in unserer Schwerpunktwerkstatt am Standort Mannheim, die ja für die schwere Instandhaltung zuständig ist, sprich größere Unfallschäden und die Hauptuntersuchung, hat sich jetzt auch rauskristallisiert, dass unsere Schiebebühne, die wir jetzt, glaube ich, 30 Jahre im Einsatz hatten, gerade jetzt leider nicht mehr verlängert werden kann aufgrund der Gegebenheiten vor Ort. Die Stützpfeiler mitten in der Werkstatt,
brauchen wir, an denen kommen wir mit der Schiebebühne einfach nicht mehr vorbei. Und da wir jetzt vermehrt in Zukunft 40-Meter-Fahrzeuge einsetzen werden, war es so, dass wir die Schiebebühne zurückbauen mussten, abreißen müssten und jetzt durch eine Gleishafe ersetzt haben, damit wir in Zukunft die einzelnen Werkstattspuren über die Gleishafe anfahren können. Das ist dann der Bedarf, der sich herauskristallisiert hat, der wird dann gemeldet und dann werden externe Büros hinzugezogen, die dann sich anschauen, wie man das am besten umsetzen kann, wie man das planen kann, welcher Kostenrahmen natürlich auch auf die RNV zukommt. Und dann geht's an die Arbeit. An die Arbeit, genau. Die Ausschreibung über den Einkauf wird dann irgendwann eingeleitet. Es gibt eine Projektleitung auch immer von der Infrastruktur, die uns begleitet, die bauseitig die ganze Maßnahmen betreuen und das dann entsprechend eintakten. Ich würde den einen Punkt würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil das wirklich auch ein schönes Bild ist, was sich da verändert. Ich weiß nicht, wir haben zwar bei unserem virtuellen Betriebshof-Rundgang, haben wir es mal gesehen, beim virtuellen Tag der offenen Tür, glaube ich, sind wir mal durch die Schwerpunktwerkstatt gelaufen. Und das war also vorher wirklich so, man hat die Bahn auf dem einen Gleis in die Halle reingefahren und dann wurde die auf einem riesigen Gefährt mit diesem Schlitten sozusagen hin und her gefahren in der Halle und wurde dann auf das richtige Werkstattgleis gebracht. Und das wird jetzt ersetzt durch, du sagtest, eine Gleishafe, also durch mehrere Zufahrten und man fährt schon von vornherein auf das richtige Gleis. Genau. Schweres Gerät. Genau, also spannendes Thema tatsächlich. Wie gesagt, die Schiebebühne war ja auch sehr, sehr lange im Einsatz und die war auch nach wie vor funktionsfähig. Wir setzen einfach vermehrt 40-Meter-Fahrzeuge an und deswegen konnten wir die leider nicht behalten. Was ja im Umkehrschluss aber auch schön ist eigentlich für unsere Kundinnen und Kunden, weil größere Fahrzeuge, mehr Platz. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt für die Verkehrswende, die uns ja bevorsteht, damit wir dann eben mit dem Neufahrzeug auch wesentlich mehr Menschen von A nach B bringen können. Genau. Und wenn wir jetzt schon über Ziele sprechen, frage ich mal ganz direkt, bis wann sollen die Umbauarbeiten denn abgeschlossen sein? Also wann sind unsere Werkstätten wieder voll modernisiert und voll auf Zack sozusagen? Also die Baumaßnahmen, die momentan laufen, das ist wie gesagt im Umbau in Eding, der sollte bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein. Der Neubau der Gleishafe, was wir eben gerade nochmal gehört haben, wo die Schiebebühne ersetzt, soll bis im Sommer diesen Jahres beendet sein. Und die Dacharbeitsstandsverlängerung in Ludwigshafen soll auch bis Anfang nächstes Jahr beendet sein. Weitere Projekte, die momentan in Planung sind, hat man auch wahrscheinlich der Presse schon entnehmen können, ist ein Neubau der Betriebswerkstatt in Käfertal und der Neubau in der Betriebswerkstatt Heidelberg. Die Projekte sind auch in Planung. Das heißt, da wird teilweise schon gar nicht mehr modernisiert, sondern direkt mit neuen Gebäuden entstehen dann auch neue Werkstätten. Genau, das wird auch noch ein sehr, sehr spannendes Thema. Um es nochmal kurz zusammenzufassen zum Schluss, Annika, wir freuen uns auf viele Dinge, die weiterhin so bleiben werden. Nämlich wir arbeiten nach wie vor an unseren Fahrzeugen, reparaturmäßig wie wartungsmäßig. Das Ganze unter verbesserten Bedingungen. Der Mensch steht hier wieder im Mittelpunkt, die Arbeitsbedingungen besser zu machen. Und teilweise auch mit neuen Gerätschaften, mit neuen Techniken an neuen Fahrzeugen. Dafür macht ihr euch gerade fit. So ist es, genau. Viel Erfolg dabei und liebe Grüße und Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen, dass sie das mitmachen, dass sie im laufenden Betrieb dieses Projekt auch mit unterstützen. Das ist sicherlich nicht einfach, aber hilft uns natürlich dabei, den Laden irgendwie am Laufen zu halten und einfacher und schneller damit fertig zu werden. Danke für den kurzen Einblick. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Und wir sagen auch Dankeschön an alle fürs Zuhören und freuen uns dann auf die nächste Folge Verkehrt verhört, dem Podcast der Rhein-Neckar Verkehr GmbH. Dann wieder mit einem neuen Projekt, bei dem es auch ums Thema geht, frischer Wind. Und Neuigkeiten hört man ja immer gerne. Also gerne folgen. Bis dahin, wir freuen uns. Gute Fahrt.